Ich begrüße Sie sehr herzlich zu einem neuen Forum Demokratie, heute aus dem Museum König in Bonn. Hier traf sich unter dem strengen Blick exotischer Tiere der Parlamentarische Rat zu seiner Auftaktveranstaltung, um das Grundgesetz auf den Weg zu bringen. Im Forum Demokratie beschäftigen wir uns in diesem Jahr mit den Neunerjahren des vergangenen Jahrhunderts. Denn immer in den Neunerjahren ereigneten sich epochale Dinge, die die Demokratiewerdung in Deutschland beeinflussten. Nach dem Jahr 1919 zur Weimarer Verfassung und im Jahr 1929 zum Börsencrash werden wir uns in dieser Sendung mit dem Jahr 1949 beschäftigen und fragen, war das Grundgesetz ein Glücksfall für die deutsche Demokratie? Und ich begrüße jetzt hier im ersten Obergeschoss des Museum König sehr herzlich Frau Leutheuser-Schnarrenberger, die ehemalige Bundesjustizministerin. Ich begrüße sehr herzlich Frau Professor Gertrude Lübbe-Wolf, ehemalige Richterin am Bundesverfassungsgericht und Professorin für öffentliches Recht. Ich begrüße sehr herzlich Philipp Amthor, Mitglied des Bundestages von der CDU und im Innenausschuss zuständig für Verfassungsfragen. Und ich begrüße wie sehr oft in unserer Runde Professor Manfred Görtemarker, Geschichtsprofessor an der Universität Potsdam. Und ich begrüße sehr herzlich Herrn Professor Hans-Walter Hütter, mit dem wir eben schon mal einen Rundgang gemacht haben. Sie sind nämlich der Direktor des Hauses der Geschichte und Sie haben uns in Ihrer Dauerausstellung im Haus der Geschichte das Zeitgeistgefühl von 1949 ein wenig näher gebracht. Das Haus der Geschichte widmet sich der Nachkriegsgeschichte Deutschlands und zwar Ost und West, also Bundesrepublik und DDR. Und natürlich gibt es hier im Haus auch ein größeres Kapitel, was sich mit dem Parlamentarischen Rat und der Entstehung des Grundgesetzes beschäftigt. Herr Professor Hütter, warum wurde denn Bonn ausgewählt für den Sitz des Parlamentarischen Rates? Das hatte verschiedene Gründe. Zuerst einmal ganz praktische Gründe. In Bonn waren Gebäude erhalten am Ende des Krieges, die den Parlamentarischen Rat sozusagen aufnehmen konnten. Die konstituierende festliche Sitzung fand ja im Museum König, im Naturkundemuseum statt. Man musste da auch etwas beiseite räumen, aber man hatte Platz. Und die Sitzungen selber, die haben dann in der Aula der ehemaligen Pädagogischen Akademie stattgefunden. Dort waren Räume vorhanden und insgesamt waren die Arbeitsmöglichkeiten in Bonn akzeptabel für diese Zeit. Hinzu kam, dass man bewusst eine kleinere oder mittlere Stadt wählte, um den Provisoriumscharakter des später sogenannten Grundgesetzes zu betonen. Es sollte ja am Anfang nicht eine Verfassung auf ewig sein. Wenn man sich die Situation in 1949 ein wenig anschaut, das ist unmittelbar nach dem Krieg, gab es denn überhaupt ein politisches Interesse? Also die Menschen hatten nach dem Krieg zunächst viel damit zu tun, ihr Leben wieder zu organisieren. Es waren Flüchtlinge, Vertriebene, Kriegsheimkehrer unterzubringen. Der Schutt musste weggeräumt werden. Man musste zusehen, dass man die Ernährungslage irgendwie sicherstellte. Und vieles andere mehr. Allerdings, das muss man schon sagen, dass bereits im Sommer 1945 das politische Leben wieder begann, sich zu entwickeln. Zunächst auf der Ebene der Gemeinden und Städte, dann später in den Ländern, die von den Besatzungsmächten neu gebildet wurden und am Ende erst auf der dritten staatlichen Ebene, auf der nationalen Ebene mit dem Parlamentarischen Rat und der Gründung der Bundesrepublik 1949. Also Sie haben im Grunde genommen eine Entwicklung von Sommer 1945 bis Sommer 1949, in der dann die politische Entwicklung Formen annahm. Herr Professor Hütter, wie muss man sich denn das Leben, das gesellschaftliche Leben nach 1945 vorstellen? Schon 1945, 1946 begann auch wieder ein kulturelles Leben, also Theater in Kellerräumen, Trümmerfilme wurden gedreht. Also die Menschen hatten auch ein Bedürfnis nach mehr als nur dem rein alltäglichen, um das Leben zu bewältigen. Aber die Lebensumstände waren in der unmittelbaren Nachkriegszeit natürlich eher primitiv. So kennen wir ja auch diese Notbehelfsgegenstände, wo aus einem ehemaligen Stahlhelm eines Soldaten ein Küchensieb wurde oder aus einer ehemaligen Kartusche eine Blumenvase. Ein Wandel trat ein mit der Währungsreform im Sommer 1948.
von einem zum anderen Tag waren auch die Schaufenster wieder gefüllt. Also es gab schon Waren, die aber vor der Währungsreform nicht angeboten wurden, weil der Gegenwert ja also sofort wegschmolz im Grunde genommen. Und mit der Währungsreform war das Warenangebot wieder stärker da und man konnte auch wieder etwas angenehmer leben, wenn man so will. Daneben beschäftigten sich die Menschen mit dem Wiederaufbau des gesellschaftlichen und politischen Systems. Was für ein Geist, würden Sie sagen, herrschte denn in der Gesellschaft vor? Gab es denn sowas, Sie haben ja gerade davon gesprochen, dass man sich regional, kommunal organisierte, herrschte denn so eine Art demokratische Grundstimmung vor? Gab es sowas? Also heute zu sagen, es war eine demokratische Grundstimmung, ist sehr schwierig. Man muss schon sagen, dass viele Menschen das Ende des Zweiten Weltkrieges als Befreiung von der Diktatur empfunden haben. Andere haben es aber auch als Belastung empfunden, denn die Besatzungsmächte bestimmten ja nun doch im Wesentlichen die gesellschaftlichen Ereignisse. Also in dieser Zeit kann man schon von einer Ambivalenz sprechen zwischen Befreiung und Besatzung. Man wollte ein neues Leben beginnen nach dem Krieg, ja. Man wollte auch weg von der Diktatur, aber jetzt von einem allgemeinen demokratischen Aufbruch zu sprechen, würde mir zu weit gehen. In der sowjetischen Besatzungszone lief die Entwicklung parallel, aber anders ab. Hier wurde bereits relativ früh von der sowjetischen Militäradministration die staatliche Bildung innerhalb ihrer Zone vorangetrieben, allerdings unter ganz anderen Voraussetzungen. Hier wurde eine sozialistische Diktatur errichtet. Die demokratischen Elemente haben in der sowjetischen Besatzungszone gefehlt. Dies hat dann insgesamt in dieser Phase 1948, 1949 auch zu erheblichen Spannungen innerhalb Deutschlands geführt. Markant im Grunde genommen und heute noch bekannt die große Berlin-Blockade 1948, 1949. Und hier haben wir nun sozusagen das Dokument des Neubeginns, nämlich das Grundgesetz am 23. Mai 1949 unterschrieben. Ja, das Original liegt im Safe des Deutschen Bundestages. Dies ist ein Faksimile und ist wirklich der Beleg dafür, dass viele Menschen in der Bevölkerung, aber auch bei den politisch Verantwortlichen einen Neubeginn wollten. Allerdings nicht ohne die Traditionen zu vergessen. Also wir haben mit dem Grundgesetz ein Dokument, das zunächst für eine Übergangszeit Wirkung und Gültigkeit haben sollte. Herr Professor Görte-Marker, der sogenannte Neubeginn wurde oft verbunden mit der Bezeichnung die Stunde Null. Was drückt dieses Bild aus und ist das Bild überhaupt zutreffend? Nein, in der Geschichte gibt es natürlich keine Stunde Null. Alles hat eine Vorgeschichte und man nimmt natürlich auch das Erbe dieser Geschichte mit in die neue Zeit hinein. Gleichwohl hat man natürlich nach 1945, insbesondere eben nach diesen Verbrechen des Nationalsozialismus, das Bedürfnis gehabt, neu anzufangen, auch wenn das in der Weise eigentlich nicht geht. Der Neuanfang basiert eben darauf, dass man versuchte, an ältere Traditionen der deutschen Geschichte wieder anzuknüpfen, aber dies gleichzeitig vor dem Hintergrund der Erfahrungen der NS-Zeit zu machen und damit tatsächlich eben eine Verfassungsordnung, ein neues politisches System zu schaffen, das tatsächlich eine bessere Chance für das Überleben der Demokratie bot. Frau Professor Lübbe-Wolf, hat sich da eine ganze Gesellschaft so ein bisschen aus der moralischen Verantwortung auch gestohlen oder rausgezogen, einfach indem man gesagt hat, man macht jetzt hier einen Neuanfang? So würde ich das nicht interpretieren, sondern so, wie es Herr Görte-Marker gesagt hat, die entschiedene Abwendung von dem, was vorher war, ein Neubeginn, das ging sicher auch damit einher, dass man dann für eine längere Zeit sich nicht unaufhörlich mit Vergangenheitsbewältigung beschäftigt und individuelle Verantwortlichkeiten geklärt und zu klären gesucht hat. Und das hing wohl damit zusammen, dass man ja einfach eine große Menge von Menschen für diese neue Demokratie gewinnen musste, von denen nicht alle nur unter Druck oder aus einem empfundenen
Druck Mitglieder der NSDAP und anderer Verbände gewesen waren. Also viele hatten sich doch auch ein Stück weit identifiziert mit dem System und waren, glaube ich, dann leichter für die Demokratie zu gewinnen, wenn man ihnen das nicht ständig als Problem vorgehalten hat. Ja. Frau Lauterschnabenberger, in Weimar wird ja oft die Formel bemüht, es war eine Demokratie ohne Demokraten. Wenn wir jetzt die Zeit des Grundgesetzes uns nochmal vor Augen führen, kann man das ähnlich sagen? Oder wie würden Sie es sehen? Als es 1949 formuliert und dann verabschiedet wurde, da gab es ja noch die Demokratie in Deutschland nicht. Da war Deutschland besetzt. Die Gouverneure mussten zustimmen. Das war ein parlamentarischer Rat, der verabschiedet hat. Also nicht die Bürgerinnen und Bürger. Aber in den Jahrzehnten danach bis heute hat sich doch diese Demokratie, denke ich, stabilisiert. Ja, da gibt es auch die Demokraten. Ich glaube, wir müssen heute immer sehr viele daran erinnern, dass sie sich bewusst werden müssen, was das auch für eine Verantwortung für sie ist, so eine Demokratie ja von innen heraus zu stützen, zu verteidigen, zu festigen. Denn nur allein mit der Verfassung, da haben Sie ja auch den Bogen zu Weimar geschlagen, nur allein mit einem Gesetzestext, da funktioniert noch nicht, sondern es muss gefüllt werden mit den Menschen. Aber ich denke, da hat sich in 70 Jahren sehr, sehr viel zum Positiven entwickelt, auch zur Einstellung zur Demokratie. Aber eine gewisse Skepsis, 1949, herrschte die schon vor? Ja, ob natürlich man damit durchdringt? Ja, da gab es schon eine Skepsis, denn einmal haben sich die Bürgerinnen und Bürger, ehrlich gesagt, überhaupt nicht so dafür interessiert, dass die jetzt dauernd gesagt haben, wie weit seid ihr denn, wann kommt die endlich? Die Bürgerinnen und Bürger hatten andere wirkliche Sorgen, jetzt Wiederaufbau, es gab sehr viele Vertriebene, also es war ja auch unsicher, wie es weitergehen würde und dann eben ja auch eine vorübergehende Verfassung, man wusste nicht, wie es mit Deutschland weitergeht. Also da war Unsicherheit, ich denke auch eine gewisse Distanz vielleicht da, nicht so überwölbende Freude, jetzt haben wir endlich dieses Grundgesetz als angebliches Provisorium, aber man hat es dann, denke ich, doch in den Jahrzehnten danach angenommen und ohne, dass jetzt jeder dauernd das Grundgesetz liest. Irgendwie ist es beruhigend, dass doch damit jetzt die Demokratie in Deutschland einen ganz wesentlichen Anker hat. Herr Amthor, lässt sich Demokratie verordnen? Denn 1949 war es ja ein Stück weit so. Verordnen lässt es sich nicht, sondern ich glaube, es ist gerade hier richtig, zum Beispiel an Ernst Wolfgang Böckenförde, der in diesem Jahr verstorben ist, zu erinnern, der immer wieder auch den richtigen Satz geprägt hat, dass natürlich der Staat von Voraussetzungen lebt, die er selbst nicht schaffen kann. Und so ist es mit der Verfassung auch. Und deswegen ist es richtig, dass sich Demokratie und die Aussagen, die die Verfassung zur Demokratie trifft, dass sich das immer wieder erneuern muss. Und deswegen ist das auch für uns eigentlich eine Herausforderung, bis in die Gegenwart jetzt immer daran zu arbeiten, dass sich dieser Verfassungstext auch in der Lebenswirklichkeit wiederfindet und immer wieder sozusagen neu auch aus der Lebenswirklichkeit speist. Herr Professor Görtemacher, wenn wir uns jetzt nochmal in das Jahr 49 zurückversetzen oder 48, als es ja eigentlich anfing mit dem Grundgesetz, da war es ja so, dass Herr des Verfahrens eigentlich die Alliierten waren und Regie wurde geführt vom Kalten Krieg. Ist das eine zutreffende Beschreibung? Naja, die Deutschen selbst wollten diesen Staat Bundesrepublik ja gar nicht, sondern sie haben sich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt. Es war ja so, dass mit Beginn des Kalten Krieges, so 1946, 47, die Teilung Deutschlands sich abzeichnete. Adenauer hat 1948 gesagt, sie sei schon vollzogen, was auch nicht ganz falsch war. Aber die Hoffnung bestand eben natürlich, dass tatsächlich möglichst bald dann eine Wiedervereinigung kommen würde. Und die Gründung eines separaten Weststaates war natürlich hier etwas, was dem entgegenstand. Die Alliierten auf der anderen Seite haben natürlich sehr deutlich gesehen, vor dem Hintergrund der Entstehung des Kalten Krieges, dass also mit dem Marshallplan und dem, was sich jetzt in Westeuropa oder im Westen insgesamt abspielte, es ohne die Deutschen überhaupt nicht ging. Das heißt, man brauchte einen separaten Weststaat, um Westeuropa insgesamt aufbauen zu können. Und insofern haben die Alliierten nach dem Scheitern der Außenministerkonferenz im Dezember 1946 massiv darauf gedrängt, dass hier eine solche Weststaatslösung zustande kommt. Also es ist im Grunde eine verordnete Demokratie, die aber natürlich gleichwohl dann deutsche Wurzeln auch hatte, weil man natürlich aufbauen konnte auf dem, was eben in der Weimarer Republik, aber auch schon im 19. Jahrhundert gewesen war. Frau Professor Lübbe-Wolf, was für einen rechtlichen Status hatte man damals denn eigentlich in den Besatzungszonen und warum stieß denn dieser Prozess, sich jetzt eine Verfassung geben
zu sollen, also wie die Alliierten das initiiert haben. Warum stieß das denn so auf Widerstand? Also so groß war der Widerstand ja gar nicht dagegen, dass man sich eine Verfassung geben sollte. Die Alliierten sind eigentlich auch relativ klug vorgegangen. Sie hatten nämlich durchaus Eckpunkte, sogar auch welche, die sie den Deutschen gegenüber gar nicht formuliert haben. Und dann wurde erstmal geguckt, entwickelt sich das denn in die Richtung, wie wir das gut finden? Und wenn es sich entwickelte, so wie man sich wünschte, dann brauchte man gar nicht einzugreifen. Also das war eigentlich ein kluges Konzept, doch den Deutschen auch relativ viel eigene Wahlmöglichkeit mit ein paar Eckpunkten einzuräumen. Ja, Professor Hütter, aber die Ministerpräsidenten hatten gar nicht so viel Interesse an einer solchen Verfassung, oder? Der Widerstand war ja gerade von den Ministerpräsidenten durchaus deutlich. Naja, Widerstand würde ich das nicht formulieren. Also als die Frankfurter Dokumente denn vorgelegt wurden und die Ministerpräsidenten sich in der Nähe von Koblenz auf dem Rittersturz getroffen haben, ja, dann haben sie schon ihre eigenen Gedanken formuliert, selbstverständlich. Und das war einerseits ja schlau, eine deutsche Position zu vertreten. Und ich finde, wenn man die Protokolle liest, merkt man auch, es war mutig in dieser Zeit, in dieser frühen Zeit, relativ schnell nach diesem Zweiten Weltkrieg, mutig eine eigene Position zu beziehen, ganz im Sinne eines zukünftigen deutschen Staates oder Teilstaates, wie auch immer Sie wollen. Also gerade diese föderalen Elemente, die dort immer betont wurden, haben doch auch Richtung gegeben. Also und die Alliierten waren ja zum Teil auch geradezu pikiert über die eigenständige Haltung, geradezu die Eigenmächtigkeiten dieser deutschen Ministerpräsidenten. Also es wurde an der Stelle schon ein Stück weit solches Selbstbewusstsein zum Ausdruck gebracht. Und ich glaube, dass das auch gut war für die Bevölkerung, die dann auch sah, dass sie eine Rolle spielten und ihre Repräsentanten auch sie ein Stück weit vertraten und damit die Deutschen nicht in die Situation kamen, wie es der 1919 gewesen ist, was ja sicherlich auch dann für die Weimarer Republik ein Problem gewesen ist. Also wir haben da eine andere, eine selbstbewusstere Position gehabt auf der deutschen Seite. Und das war vielleicht auch hilfreich im Sinne der Demokraten für die Demokratie. Frau Lauthausen-Schnarrenberger, 61 Männer und 4 Frauen waren sozusagen die Mütter und Väter des Grundgesetzes, saßen im Parlamentarischen Rat zusammen, hier im Museum König war die Eröffnungsveranstaltung. Wer waren denn die Väter und Mütter und wer hat sie ausgesucht? Ja, also die Väter und Mütter waren ja zum Teil sehr schon profilierte Persönlichkeiten, auch schon aus der Weimarer Zeit. Also ich meine, Vorsitzender vom Parlamentarischen Rat war Konrad Adenauer, Carlo Schmidt hat sehr prägende Rolle gespielt. Natürlich auch Theodor Heuss, der dann der erste Bundespräsident wurde. Aber auch viele andere, die man heute mit Namen ehrlich gesagt auch so gar nicht mehr kennt. Das ist in anderen Ländern ja anders, wo diejenigen, die an der Verfassung gearbeitet haben, eigentlich mit Namen auch noch irgendwo viel deutlicher wiederzufinden sind. Das ist da nicht der Fall. Ja, dann die 4 Frauen und Elisabeth Selbert, die ja immer genannt wird, die war ja wirkungsvoller als vielleicht manche der Männer, denn ohne sie hätte es den Artikel 3 Absatz 2, Männer und Frauen sind gleichberechtigt, wohl so nicht gegeben. Nur durch ihre Öffentlichkeitsarbeit ist das gelungen. Und von daher war das natürlich, sag ich mal, schon auch ein Mut, aber auch aufgrund von Erfahrung. Ja, und das Verhältnis, es waren dann ja noch nicht stimmberechtigte Berliner Abgeordnete auch dabei. Das war halt in der damaligen Zeit, sag mal, die dann eben auch wirklich, ich denke, mit hohem Wissen, auch mit unglaublichem vorausschauenden Fähigkeiten dann diese Verfassung entwickelt haben. Das fand ich schon wirklich sehr, sehr beeindruckend, denn die hat ja auch trotz vieler Änderungen bis heute in Kernpunkten, auch was die Grundrechte in Artikel 1 bis 19 angeht, doch mit Ausnahme von einigen Änderungen so Bestand gehabt. Also das muss man erstmal hinbekommen, bevor hier Globalisierung, Europäisierung und alles Mögliche losgeht. Sehr vorausschauend, sagt Frau Lauthausen-Schnarrenberger. Herr Amthor, wenn man sich die Personen anguckt, die dort im Parlamentarischen Rat waren Sie ja vor allen Dingen erstmal geprägt von der Diktatur, die jahrelang hier in Deutschland herrschte. Welche Rechtstradition brachten diese Personen denn mit?
Naja, es ist natürlich ganz wichtig, den Blick auch auf den Nationalsozialismus zu werfen, denn das ist in der Tat das Nadelöhr, durch das alle deutsche Geschichte gehen muss und auch alle deutsche Verfassungstheorie und verfassungsgebende Gewalt. Und deswegen hat das Grundgesetz natürlich ganz bewusst Antworten gegeben, auch um die Demokratie und um unseren Staat wehrhafter auszugestalten. Aber eines ist ganz wichtig. Ich finde, wenn man sich die Kultur der Verfassung anschaut, dann sieht man auch, da ist es nicht ganz so die Stunde Null, sondern Paul Kirchhoff verwendet das sehr treffende Wort der verfassungsweitergebenden Gewalt. Und natürlich steht das Grundgesetz auch in den Traditionslinien der Entwicklung von Staatlichkeit und Demokratie in Deutschland. Die guten Ideen der Paulskirchenverfassung, der Weimarer Republik, die finden sich dort eben wieder. Und man muss sehen, wenn man an Konrad Adenauer und andere denkt, dass die eben auch durchaus in dieser guten Parlamentarismus-Tradition des Deutschen Reiches auch standen. Und insoweit muss man sehen, das Grundgesetz ist nicht irgendwie eine Theorieverfassung, sondern die wurzelt schon fest auch in Kultur und Tradition auch des deutschen Staatsvolks. Und das macht, glaube ich, auch einen Großteil der gesellschaftlichen Bindungskraft aus, die das Grundgesetz bis heute hat. Frau Lübbe-Wolf, würden Sie auch sagen, dass das in der Tradition steht und dass man das Grundgesetz zum Beispiel auch auf die Weimarer Verfassung tatsächlich zurückverfolgen kann? Ja, in vielen Hinsichten schon. Insofern zunächst mal, als es überhaupt eine demokratische Verfassung war, ein parlamentarisches System etabliert wurde, die Grundrechte eine wichtige Rolle spielten, eine noch wichtigere dann im Grundgesetz als in der Weimarer Verfassung. Auch das Sozialstaatsprinzip hat seine Vorläufer jetzt nicht als zusammenfassender Begriff, aber in vielen Einzelbestimmungen der Weimarer Verfassung war das auch schon angelegt. Ein Prinzip, was nicht so leicht im Rechtswege umzusetzen ist wie viele andere Elemente der Verfassung, aber wenn die tatsächliche Entwicklung ihm dann auch wirklich folgt, von großer Bedeutung auch für den Erfolg der Verfassung und der politischen Ordnung ist. Herr Hütter, würden Sie sagen, es geht auch noch, wie Herr Amthor sagt, zurück zur Paulskirche, unsere Verfassungstradition? Ja, wenn Sie die Gedanken aus der Paulskirche sehen, so diese liberalen Gedanken, die Fragen des Liberalismus tauchen ja auf, Freiheit, völlig richtig der Begriff. Also der Staatsrechtler und ehemaliger Verfassungsrichter Udo Di Fabio hat ja jetzt in einer Publikation anlässlich 100 Jahre Weimarer Verfassung auch den Gedanken in die Diskussion eingebracht, dass vielleicht gar nicht nur die Weimarer Reichsverfassung so die erste demokratische Verfassung in Deutschland sei, sondern man stärker hinschauen sollte auf das Kaiserreich. Es auch dort schon viele zumindest demokratische Elemente gab im Sinne von Vorläufer des Parlamentarismus. Das ist jetzt eine sehr feingliedrige Diskussion, die man führen müsste. Aber ich finde, dass es in der Tat wert ist, auch auf die Zeit vor Weimar zu schauen und in diese etwas längere Tradition einzusteigen. Es ist ja wirklich nicht so, dass dann mit 1919 dann alles neu angefangen hätte. Genauso gab es 1919 die Stunde Null nicht, wie es die 1945 auch nicht gegeben hat. Also insofern sehe ich schon eine lange Linie, aber doch eine Entwicklung hin zu 1949 zum Parlamentarischen Rat, denn schließlich das, wenn Sie so wollen, vielleicht zusammenfasste, was sich in diesen anderthalb Jahrhunderten ergeben hat. Herr Professor Görtemarker, beendete das Grundgesetz letztendlich dann auch diesen deutschen Sonderweg im Sinne, dass wir eben über lange Zeit keine wirkliche Demokratie hatten und verfassungstheoretisch ja immer als verspätete Demokratie galten? Ist das eine Art Schlusspunkt an der Stelle? Oder naja, der Begriff, eben der Aufbruch? Der Begriff des Sonderwegs ist ja sehr umstritten. Es ist sicherlich so, dass die deutsche Geschichte, sagen wir von 1849 bis 1949, sehr vielschichtig war. Das heißt also, es gibt sehr viele Brüche und Zäsuren, die vielleicht dazu führen könnten zu sagen, ja, es gab so etwas wie einen deutschen Sonderweg. Aber was Herr Hütter gerade sagt, ist natürlich vollkommen richtig. Es gibt schon im Vorfeld von 1848, 49 sehr starke liberale Bestrebungen im Vormärz. Das führt dann zu einer Verfassung von 1849, die dann zwar nicht in Kraft
trat, aber die trotzdem viele Elemente aufweist, an die man eben auch 1949 dann wieder anknüpfen konnte. Und Weimar liegt natürlich so ein bisschen dazwischen. Die Art und Weise, wie man versucht hat, hier eine Demokratie zu etablieren, die wirklich sehr freiheitlich, sehr demokratisch, sehr pluralistisch war, vielleicht ein bisschen zu weitgehend, ohne die notwendigen Sicherungen, hat aber natürlich gleichwohl dazu geführt, dass hier Elemente da waren, an die man auch anknüpfen konnte. Mhm. Und dann kommt eben tatsächlich dieses Nadelöhr, wie Sie das nennen, des Nationalsozialismus, was ja übrigens nicht nur eine kleine Elite betraf, sondern große Teile des deutschen Volkes, die also hier mit in den Strudel gerissen worden sind und die deswegen eben auch nicht über Nacht Demokraten werden konnten nach 1945. Selbstverständlich, so ist das nun mal. Aber wir haben natürlich in dieser gesamten Zeit, diesen 100 Jahren, eine so komplexe Entwicklung, die es also bis in die Bundesrepublik hinein schwer gemacht hat, die Art von Demokratie zu etablieren, die wir etwa in Großbritannien oder in den USA haben. Die hatten es da ein bisschen leichter. Gleichwohl ist es natürlich richtig, dass dieses Grundgesetz von der Struktur her aufbauend auf den Erfahrungen von Weimar eine sehr gute Verfassung darstellt und dann auch natürlich den Zuspruch gefunden hat in den weiteren Jahrzehnten, die es verdiente. In Zuspruch, Frau Professor Lübbe-Wolf, da würde ich gerne noch mal nachfragen. Es ist ja initiiert worden von den Alliierten, dieses Grundgesetz. Es ist dann in Kraft getreten. Und wie Frau Lottersa-Schnarrenberger schon sagte, eine sehr vorausschauende Verfassung wurde dort verabschiedet, wenn auch gleich als Provisorium verabschiedet. Aber nichtsdestotrotz in vielen Artikeln ja sehr vorausschauend, sehr modern eigentlich auch und weitreichend. Inwiefern wurde das denn von den Menschen in Deutschland wahrgenommen und auch wirklich akzeptiert schon zu dem Zeitpunkt? Oder war diese Verfassung eigentlich zu modern oder zu weitreichend für den Punkt, wo man eigentlich in Deutschland 1949 war? Ich glaube, es ist so, wie Frau Leuthäuser-Schnarrenberger schon gesagt hat, es gab kein sehr ausgeprägtes Interesse für diese verfassungsrechtlichen Fragen. Und das hängt möglicherweise auch damit zusammen, dass sich die deutsche Tradition gerade dadurch auszeichnete, historisch zumindest, dass man glaubte, bei uns Deutschen kommt ja das Gute von innen. Wir haben Kultur, andere haben Zivilisation, müssen sich also auf rechtliche Rahmenbedingungen und solches äußere Zeug verlassen. Das ist bei uns nicht nötig. Nur in dieser Überzeugung, mit der ist man natürlich dann schlimmer gescheitert, als man sich vorstellen kann. Aber das erzeugt ja auch noch nicht sofort ein Bewusstsein dafür, wie wichtig Institutionen sind. Also rechtliche Regeln, rechtliche Rahmenbedingungen und insbesondere der Rahmen der Verfassung. Und da hat für das Grundgesetz, glaube ich, das Bundesverfassungsgericht eine ganz große Rolle gespielt, dadurch, dass es infolge seiner weitreichenden Kompetenzen relativ oft präsent ist mit Entscheidungen, von denen dann sehr häufig auch die Bürger sehen, weil sie unmittelbar betroffen sind, weil sie auch auf Verfassungsbeschwerden von unmittelbar betroffenen Bürgern hin ergangen sind, wo die Menschen dann merken, ach, guck an, die Verfassung, das hat ja was damit zu tun, unter was für Bedingungen ich hier existiere. Und ich glaube, das ist sehr wertvoll, dass auf diese Weise das Bewusstsein für die Bedeutung eben nicht nur des Bundesverfassungsgerichts, sondern was ja viel wichtiger ist, der Verfassung selber, sich doch ganz anders in den Köpfen verankert hat, als das vorher der Fall war und als das auch in vielen anderen Ländern der Fall ist. Also insofern sind wir da ein Stück weit jetzt gewissermaßen, wenn wir da vorher eher Nachholbedarf hatten, sind wir, glaube ich, an diesem Punkt Bewusstsein der Bürger für die Wichtigkeit rechtsstaatlicher Institutionen und damit auch der Grundordnung, von der das abhängt, haben wir da sehr gute Fortschritte gemacht. Ich kann dem völlig zustimmen. Aber wir müssen sehen, und das erleben wir ja jeden Tag in unserem Haus, wenn die Menschen zu uns kommen in die Ausstellung unserer Geschichte. Und insbesondere die jungen Leute haben doch sehr wenig oder manchmal gar keine Vorkenntnisse, wenn sie kommen. Das sind keine Vorwürfe an die jungen Leute, sondern man muss auch insgesamt mal darüber nachdenken, wenn in Unter- und Mittelstufe, in den üblichen Lehrplänen, eine 45 Minuten lange Geschichtsstunde vorgesehen ist für das Thema Grundgesetz in allen Facetten.
wie soll denn da Kenntnis herüberkommen, Grundkenntnis? Also ich glaube, dass es eine ganz wichtige Aufgabe von uns allen ist, im wissenschaftlichen Bereich, im Bereich der Vermittlung, in der Politik, in den Medien, immer wieder auf dieses Grundgesetz und auf diese Grundlagen, auf diese Zusammenhänge hinzuweisen. Und jede Generation muss wieder neu an dieses Thema herangeführt werden, damit dieses Bewusstsein, das wir jetzt so loben, wirklich erhalten bleibt, sich fortführt und dass auch ein gewisser Stolz auf diese Verfassung und auf diese Tradition dieser Verfassung geschaffen wird. Ich denke, das ist eine wichtige Aufgabe. Und wenn wir manchmal auf solche Jubiläumsveranstaltungen schimpfen, freue ich mich eigentlich sehr, dass jetzt anlässlich des 70-jährigen Jubiläums des Grundgesetzes wirklich viele Veranstaltungen stattfinden, dass an vielen Stellen auf das Grundgesetz hingewiesen wird. Und das schafft Bewusstsein, das schafft Kenntnis. Und ich darf das hier auch mal sagen, also mein Wunsch wäre ja immer gewesen, als Nationalfeiertag den 23. Mai zu haben, als Tag der Verfassung. Wie es ja viele Länder haben. Also ja, wie es viele Länder haben, aber darauf hat man sich in Deutschland auch nach der Wiedervereinigung nicht einigen können. Ist okay, wir haben jetzt den 3. Oktober, aber der 23. Mai wäre für mich ein solch natürliches Datum. Frau Leuthauser-Schnarrenberger, gucken wir doch mal ein bisschen stärker auf das Grundgesetz. Paragraph 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Ein universalistischer Anspruch, der ja auch letztendlich von der UN-Menschenrechtscharta so formuliert wurde. War dieser erste Artikel des Grundgesetzes letztendlich auch die Eintrittskarte in die westliche Welt damals? Also es war in die Wertegemeinschaft der westlichen Welt. Es war mehreres, denn wenn man sich vorstellt, dass ja noch vom Verfassungskonvent der Artikel 1 anders formuliert war, der Staat ist für die Bürger da und nicht der Bürger für den Staat. Das hatte dort eine wichtige Rolle gespielt. Und dann sagte auch unter anderem Theodor Heuss, auch andere, ja, das ist aber juristisch gar nicht fassbar und was heißt das denn? Und dann hat man, finde ich sehr gut, eben die Würde des Menschen ist unantastbar als den ersten Obersatz, ja auch als so einen Oberbegriff, der natürlich auch sehr gehaltvoll ist, wenn man sich die Rechtsprechung des Verfassungsgerichtes ansieht, so formuliert. Ja, und da war man dann doch auch auf derselben Höhe, auf demselben Niveau wie einmal die allgemeine Menschenrechtserklärung, die zwar nicht rechtsverbindlich ist, aber die ja nun ganz, ganz viele Staaten anerkannt haben, sich ja auch in anderen Verfassungsordnungen, da wo es welche gibt, so eine Formulierung wiederfindet. Und das war, denke ich, auch nochmal die klare Ansage daran, das, was seit 33 passiert ist, das darf es nicht mehr geben, denn die Würde eines jeden Menschen ist unantastbar und ganz egal, welcher Religion er angehört, welcher Abstammung, welchen Glaubens, welcher politischen Richtung auch immer. Also da verbindet sich sehr viel mit in diesen wenigen Worten und wenn man, ich habe es eben erwähnt, wenn man so die Verfassungsgerichtsentscheidungen sieht, wie viele auch Grundrechte mit informationelle Selbstbestimmung anderes auch aus Artikel 1 mit hergeleitet haben und aus dem Persönlichkeitsrecht, dann hat doch dieser Artikel auch eine unglaubliche Wirkung entfaltet. Und der nächste Satz, der wird immer nicht gesagt, dass eben gerade dieser Artikel 1 auch eben alle Gewalten bindet. Und das ist ja das, was auch so wichtig ist, auch die Judikative bindet und damit eben die Würde des Menschen auch über dem steht, was der demokratische Gesetzgeber tut, wenn er sie denn mal in dem einen oder anderen Fall nicht beachten würde. Also ja, das ist für mich einmal schon dann auch die Zugehörigkeit oder auch das sich anschließen an andere Verfassungen, Entwicklungen, aber auch wirklich ein absolut wichtiger, notwendiger Satz zu Beginn des Grundgesetzes nach der Vorgeschichte, nach dem Nazi-Unrecht. Ja. Also rechtsphilosophisch betrachtet muss man natürlich trotzdem hinzufügen, dass die Deutschen sich damit im Grunde in eine westliche Tradition gestellt haben, die im Grunde mit der Aufklärung beginnt, mit der Menschenrechtserklärung, Bürgerrechtserklärung der Französischen Revolution, auch der Unabhängigkeitserklärung der USA. Das heißt, das ist naturrechtliches Denken. Der Mensch wird in den Mittelpunkt gestellt, nicht der Staat, nicht Gott, sondern der Mensch wird in den Mittelpunkt gestellt. Und damit wird eine Ordnung geschaffen, die tatsächlich in anderen westlichen Staaten so bereits vorhanden war. Und die Allgemeine Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte fügt sich natürlich in dieses westliche Konzept
ein. Damit wird eine Ordnung geschaffen, die tatsächlich alle staatliche Gewalt und auch die Judikative natürlich bindet. Das ist von zentraler Bedeutung. Das ist in anderen westlichen Staaten auch so. Und damit rücken die Deutschen ein Stück weit von ihrer eigenen Tradition ab, die ja sehr lange eben doch absolutistisch geprägt war, bis in das Kaiserreich hinein. Und insofern halte ich das hier doch schon sehr wichtig, dass Deutschland hier sozusagen verwestlicht wird. Also Sie haben vorhin Thomas Mann zitiert, dass hier unterschieden wird zwischen der deutschen Kultur und der westlichen Zivilisation. Das war in der Tat, noch als Thomas Mann das schrieb im Ersten Weltkrieg, ein wesentlicher Unterschied. Und dieser Unterschied verschwimmt jetzt. Also die Deutschen werden im Grunde ein westliches Land. Es gibt eine Verwestlichung sozusagen der Deutschen, natürlich auch vor dem Hintergrund des Kalten Krieges. Das muss man auch deutlich sagen. Aber es hat sich natürlich auch darüber hinaus dann gehalten und eigentlich bis in die Gegenwart hinein. Herr Amthor, nach Weimar, welche Lehren hat denn das Grundgesetz gezogen aus der Weimarer Verfassung? Also ich würde zuallererst sagen, Artikel 1, um bei dem Punkt zu bleiben, ist schon insoweit eine recht fundamentale Lehre. Es ist intellektuell geradezu folgerichtig, den Menschen in seiner unveräußerlichen Würde in den Mittelpunkt zu stellen. Es ist natürlich eine ganz zentrale Lehre gewesen, auch den Grundrechtekatalog entsprechend so zu gestalten, wie er jetzt im Grundgesetz gestaltet ist, und auch mehr subjektive Rechte zu verleihen. In der Tat, Frau Löbe-Wolf hat es gesagt, in der Praxis hat sich das dann sozusagen nachher auch durch die Rechtsprechung des Verfassungsgerichts dann in die Wirklichkeit übersetzt. Aber gerade die Ausstattung auch sozusagen des Bürgers mit subjektiven Abwehrrechten gegen den Staat, das ist es sozusagen, was auch eine zentrale Errungenschaft ist. Und vor allem, glaube ich, ist eine ganz wichtige Lehre auch die Rolle und die Stellung des Rechtsstaates im Grundgesetz. Denn Demokratie und Rechtsstaat werden oft synonym benutzt. Ich glaube, wir tun gut daran, hier gerade auch jetzt anlässlich der Feierlichkeit 70 Jahre Grundgesetz auch die Rolle des Rechtsstaates zu betonen. Denn wir hatten sozusagen in der Anlage der Verfassung, in der Weimarer Reichsverfassung zum Beispiel, nicht zu wenig an demokratischen Elementen, sondern teilweise sogar mehr demokratische Elemente, jetzt klassisch demokratietheoretisch betrachtet. Plebiszitäre Elemente zum Beispiel. Ja. Aber Rechtsstaatlichkeit ist eben die zentrale Aussage des Grundgesetzes. Die Verfassungsbindung, die Rechtsbindung und dann später auch die starke Stellung, die das Bundesverfassungsgericht eben auch haben konnte. Und ich glaube, das ist sozusagen, um die wehrhafte Demokratie auch als Prinzip zu verwirklichen, ist es der entscheidende Punkt zu sagen, wir binden alle staatliche Gewalt an die Verfassung und stärken damit eben auch diese Rolle der Verfassung als gemeinsames und als bindende Kraft. Wehrhafte Demokratie, das ist eigentlich die zentrale Lehre auch aus Weimar. Frau Professor Löbe-Wolf, wehrhafte Demokratie, den Menschen in den Mittelpunkt stellen, eine starke Veränderung im Grundgesetz im Vergleich zu Weimar, aber auch die Stellung des Reichspräsidenten. Der Reichspräsident oder dann der Bundespräsident hat eine Schwächung erlebt im Grundgesetz. War das notwendig und war das richtig? Das war notwendig und richtig. Das Konzept des Reichspräsidenten in der Weimarer Republik hat aus heutiger Sicht sehr was Unplausibles, und die Institution hat sich dann ja am Ende auch nicht bewährt. Und in einem parlamentarischen System dieser Art Gegengewicht, wie man das damals gesehen hat, gegen das Parlament noch haben zu wollen, dann aber seinerseits volksgewählt und mit sehr starken Einwirkungsmöglichkeiten auf das Parlament, also und die Regierung, der Reichspräsident in der Weimarer Republik konnte die Regierung entlassen, er konnte das Parlament auflösen, er konnte auch das Parlament auflösen, um zu verhindern, dass das Parlament von ihm eingesetzten Regierung das Misstrauen ausspricht. Also das war im Grunde auch gar nicht das Gleichgewicht, was man angestrebt hatte, der Konzeption nach. Und da scheint mir die Konzeption des Grundgesetzes schon sehr viel folgerichtiger. Dann gehört ja zu den Punkten, an denen man aus der Weimarer Zeit gelernt hat, auch das strikte Verbot
die Verfassung gewissermaßen außerhalb ihres Textes zu ändern, also die sogenannten Ermächtigungsgesetze, von denen es ja nicht nur das berühmte berüchtigte von 1933 gab, sondern vorher schon viele andere gegeben hatte, die beruhten ja darauf, dass man in der Weimarer Republik die Verfassung durch ein mit 2/3 Mehrheit beschlossenes Gesetz im Grunde außer Kraft setzen konnte, ohne aber den Text der Verfassung überhaupt zu verändern. Dem ist auch ein Ende gesetzt worden. Dann das konstruktive Misstrauensvotum, dass man also eine Regierung nur stürzen kann, indem man eine neue Welt als Parlament trägt zur Stabilisierung bei. Dann die Ewigkeitsklausel, die verhindert oder die versucht zu verhindern, rechtlich jedenfalls sich bemüht zu verhindern, dass bestimmte ganz elementare Aussagen der Verfassung nicht verändert noch einmal unter die Räder kommen. Auch die Anerkennung der Parteien, die Weimarer Republik, nicht unbedingt die Verfassung, aber die Weimarer politische Kultur war doch stark von Vorbehalten gegen die Parteien als solche geprägt, dass die jetzt im Grundgesetz ausdrücklich Anerkennung gefunden haben. Da würde ich gerne nachfragen, Herr Professor Görtemarker, denn die Parteien, gerade in der Weimarer Zeit, hatten ja vor allen Dingen Schwierigkeiten, den politischen Kompromiss tatsächlich in irgendeiner Form zu erreichen. Inwiefern hat man denn im Grundgesetz da jetzt für mehr Stabilität gesorgt? Naja, zunächst mal ist es ja so, dass in der Weimarer Verfassung die Parteien nur einmal erwähnt werden, nämlich dass Beamte nicht Mitglieder einer politischen Partei sein dürfen. Das ist natürlich sehr wenig. Und nach dem Grundgesetz wirken sie an der politischen Willensbildung mit. Das ist eine ganz andere Situation. Ich würde sagen, es sind zwei Dinge vor allem, die man geändert hat. Und damit hat man im Grunde auch das politische System geändert, abgesehen von allem, was Sie gerade genannt haben. Das eine ist eben, dass dieser Dualismus zwischen Reichspräsident und Reichstag abgeschafft worden ist. Hier im Grundgesetz wird eindeutig das Parlament an die zentrale Stelle gerückt. Und das war richtig so. Und innerhalb des Parlaments sind natürlich die Parteien von zentraler Bedeutung, die eben nicht nur mitwirken, sondern sich auch auf eine Regierung einigen müssen. Und das geht ja so weit, dass die Stellung des Bundespräsidenten so schwach ist, dass er eben nicht mit einem Notverordnungsartikel, wie in der Weimarer Verfassung, Artikel 48, einen Reichskanzler an der Macht halten kann, sondern der Bundespräsident hat im Grunde nur ein Vorschlagsrecht beim ersten Wahlgang. Aber ansonsten muss das Parlament sich selbst eben auf eine neue Regierung einigen. Mit der Konsequenz, dass unter Umständen auch eine Minderheitsregierung zustande kommt. Dann der Bundespräsident wieder eine etwas stärkere Rolle. Aber 63 Absatz 4. Das ist richtig. Aber auch dafür gibt es ja eine Regelung im Grundgesetz, nämlich den Gesetzgebungsnotstand, dass also der Bundesrat dann eben einschreiten kann, wenn der Bundestag eben sich nicht mehr einigen kann. Also da hat man gewisse Reserven eingebaut, aber die sind so schwach, dass man wirklich sagen muss, wir haben tatsächlich eine parlamentarische Demokratie, die diesen Namen verdient, und wir haben auch eine Parteiendemokratie. Die Parteien sind zum Kompromiss gezwungen. Und auch das hat in der Geschichte der Bundesrepublik bisher hervorragend funktioniert. Und das kein Selbstauflösungsrecht des Bundestages gibt. Das ist natürlich auch ein stabiles konstruktive Element. Misstrauensvotum letztendlich. Frau Lotter-Schnarrenberger, aber diese Parteiendemokratie, von der wir gerade gesprochen haben, inwiefern sehen Sie denn die Stabilität dieses parteiendemokratischen Prinzips auch gefährdet, wenn wir eine stärkere Fragmentierung der Parteienlandschaft haben, wenn es Volksparteien in dem Sinne eigentlich gar nicht mehr gibt? Also da haben wir eine deutliche Veränderung, gerade jetzt in den letzten 10 Jahren bekommen, wo es ja fast selbstverständlich ist, dass 6 Parteien im Bundestag, aber auch in den Landtagen vertreten sind und damit zunehmend Mehrheitsbildungen eben zwischen 2 Parteien schwieriger werden. Wenn man sich die Umfragen ansieht, zeichnet sich sowas vielleicht auch nochmal auf Bundesebene bei nächsten Wahlen ab. Und das heißt natürlich, dass einmal sich mehr Parteien einigen müssen. Das führt dazu, dass jede Partei schaut, dass sie nicht Profil verliert. Dann dauert das länger. Dann wird es ein Prozess, der ermüdet auch Bürgerinnen und Bürger. Die sagen dann, also wir wollen doch mal, dass hier jetzt wirklich entschieden wird. Also diese Veränderung, denke ich, die kann schon sehr auch vielleicht bei Bürgerinnen und Bürgern entweder zu ein Stück Verunsicherung führen. Also Minderheitsregierung kennen wir ja bisher in Deutschland gar nicht. Das gibt es in anderen Ländern, da hat das Tradition. Das wäre ja bei uns nur möglich, wenn der Bundespräsident dann sagt, jawohl, dann soll doch Kanzler oder Kanzlerin bleiben, auch wenn sie eben nicht eine Mehrheit hat. Und dann kann es das auch mal geben. Haben wir aber bisher keine Erfahrungen. Und ich denke schon, dass durch diese Auffächerung des Parteienspektrums
und ja auch mit einer Auffächerung im rechten Bereich, wo ja diese ganzen Errungenschaften vielleicht gar nicht als so auch immer Errungenschaften der Verfassung gesehen werden, dass das schon auch zu, ich will jetzt nicht sagen Gefährdung führen kann, aber zu Veränderung, vielleicht auch zu unsicheren, instabileren Verhältnissen führen kann. Und wenn dann dazu kommt, dass Bürgerinnen und Bürger mittels auch aller Kommunikationsmöglichkeiten, die es gibt, dann vielleicht auch den Eindruck haben, da ist so eine Elite, die nicht in der Lage ist, ihrer Verantwortung gerecht zu werden, dann kann das wirklich auch dazu führen, dass wir dann aber ganz sorgsam uns um die wirklichen Demokraten kümmern müssen. Also dann müssen die wirklich mal aus ihren gemütlichen Sesseln raus, weil sonst könnte sich wirklich auch was in Deutschland verändern. Also ich denke, da ist Potenzial da. Ich sehe jetzt nicht unsere Demokratie in der Substanz gefährdet, aber diese Veränderungen, wie wir sie jetzt ja auch schon erleben, die, denke ich, führen auch schon zu einem anderen Diskurs in unserer offenen Gesellschaft, in der Demokratie. Und mit diesem Elite-Bashing, was ja immer zu diesen rechtspopulistischen Stilelementen gehört, erleben wir bei den Bürgerinnen und Bürgern doch so den Drang, jetzt muss aber mal das ein bisschen autoritärer werden. Und das ist genau das, was so in der Verfassung nicht angelegt ist. Herr Amthor, haben wir 2017 eigentlich schon eine Veränderung auch dahingehend erlebt, dass der Bundespräsident sich in Anführungszeichen eingemischt hat, der nämlich gesagt hat zu den Parteien so, jetzt einigt euch mal, es gibt hier keine Neuwahlen oder Sonstiges, aber ihr seht jetzt mal zu, dass ihr in irgendeiner Form eine Regierung bildet. War das eine Veränderung? Ich finde, dass der Bundespräsident da ganz richtig seine Aufgabe wahrgenommen hat, denn wir müssen schon sehen, 2017 war ja irgendwie ein merkwürdiger Zustand. Nach dem Scheitern von Jamaika gab es irgendwie nur noch eine Partei, die regieren wollte, und alle anderen haben gesagt, nee, wollen wir nicht. Das war natürlich irgendwie ein Zustand, der nicht so schön war. Und deswegen hat der Bundespräsident da, finde ich, ganz richtig agiert. Und in der Tat, das ist auch die Rolle, die ihm das Grundgesetz an der Stelle auch zuweist. Und es ist auch richtig, immer wieder auch dann an die Verantwortung dort zu erinnern. Und jetzt muss man aber natürlich sagen, das ganze Thema, wenn wir sehen, wie gefährdet ist die Demokratie, ist natürlich Verantwortung auch was ganz Wichtiges. Verantwortung der Parteien, Verantwortung auch des Parlaments selbst. Und da müssen wir es natürlich auch immer wieder schaffen, sozusagen selbst zu unserer Verantwortung auch zu stehen und auch zu sagen, wir wollen dort auch gestalten. Frau Professor Wolf, würden Sie auch sagen, dass der Bundespräsident sich da innerhalb des Grundgesetzes verhalten hat und dass das richtig war, an der Stelle einzugreifen? Ja, das sehe ich auch so. Das würden Sie aber nicht so sagen, dass der Bundespräsident damit seine Stellung zu weit ausgeweitet hat? Nein. Also das Grundgesetz weist ihm ja ausdrücklich auch Funktionen, gerade im Prozess schwieriger Regierungsbildung, zu. Und insofern denke ich, war das wirklich normal und hat ja auch positiv gewirkt. Das Entscheidende ist natürlich, der Bundespräsident kann keine Regierung bilden. Das heißt also, er kann nur appellieren, er kann nur moralischen Druck ausüben. Letztlich sind es doch die Parteien, die sich einigen müssen. Und Richtig. Das ist in diesem Fall ja auch so geschehen. Herr Hütter, würden Sie denn sagen, in dieser Geschichte, die das Grundgesetz jetzt hat, wir schauen zurück auf 70 Jahre, gab es richtig mal Akzeptanzkrisen für dieses Grundgesetz? Also da müsste man jetzt differenzieren. In der breiten Bevölkerung, da glaube ich, kommen die Themen gar nicht so dauerhaft an. Das haben wir vorhin schon gesagt. In den politischen Eliten oder in der Wissenschaft. Also da müsste man differenzieren. Nein, aber ich glaube, eine große Krise sehe ich nicht. Und wenn wir vorhin über Verantwortung der Parteien etc. gesprochen haben, dann lassen Sie mich um das Interesse und die Basis sozusagen des Grundgesetzes auch in Zukunft aufrechterhalten zu wollen und die Rolle der Parteien dort. Ich glaube, dass die Parteien alle genau hinschauen müssen, wie weit sie für die breite Bevölkerung auch in Zukunft glaubwürdig sind. Ich glaube, die Glaubwürdigkeit des Elementes Parteien, des Elementes, das in unserem Grundgesetz von entscheidender Bedeutung ist, das muss mal vielleicht überdacht werden, auch bei den Volksparteien. Mit Glaubwürdigkeit meine ich auch das Verständnis, die Verständlichkeit auch bei der Bevölkerung. Das ist das, was ich vorhin ja auch schon mal sagte, wenn ich einen großen Querschnitt der Bevölkerung sehe, die alltäglich zu uns ins Haus kommt. Interesse ja,
Erkenntnisse vielleicht weniger und man muss aber den richtigen Ton finden, die Menschen anzusprechen, zu informieren, auf den Weg zu bringen. Und ich denke, dass dieses vielleicht manchmal klarer sein dürfte, wenn ich das dem Politiker gegenüber mal sagen darf, klarer sein dürfte, Positionen zu bezeichnen und damit dann die Rolle im Grunde genommen zu stärken. Ja, oder Sie wollen gerade sehr gerne aufgreifen und unterstreichen. Und ich merke auch sozusagen in meiner Arbeit im Parlament die große Sehnsucht auch nach Diskurs, die die Leute in der Bevölkerung haben. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, dass wir uns da auch selbstkritisch immer hinterfragen und gerade auch häufiger und intensiver auch über die Grundlagen von Staat und Verfassung reden und auch erklären, wie die Dinge eigentlich miteinander zusammenhängen. Aber eins ist auch ganz wichtig, und das ist natürlich auch so ein bisschen mir als Politiker das Anliegen von 70 Jahre Grundgesetz, die Eigenverantwortung des Einzelnen auch zu unterstreichen. Denn das Bild des Aktivstaatsbürgers geht natürlich davon aus, dass man vielleicht auch versucht, sich zu interessieren, einzubringen. Wir müssen dafür auch aktiv bleiben, aber es ist ganz wichtig, dass Parteien und Staat nicht irgendwie zu einer Elitenidee verkommen, sondern dass das irgendwie in der Breite auch greifbar ist. Und den Appell nehme ich ganz gerne auf. Herr Professor Görtemarker, wenn wir uns diesen zweiten Demokratieversuch in Deutschland mal angucken mit dem Grundgesetz, warum hat das beim zweiten Mal so viel besser funktioniert als beim ersten Mal? Wir haben zwar über die Schwächen der Weimarer Verfassung gesprochen, aber was waren noch die anderen Faktoren, Stichwort Schönwetterdemokratie, die letztendlich zum Erfolg des Grundgesetzes und zu unserer Demokratie geführt haben? Naja, zunächst einmal glaube ich in der Tat, dass das Grundgesetz doch anders strukturiert ist als die Weimarer Verfassung in zweierlei Hinsicht. Zum einen sind wir tatsächlich eine wehrhafte Demokratie. Theodor Heuss hat das mal so schön formuliert. Ich glaube, es war bereits in einer der Auftaktssitzungen des Parlamentarischen Rates, als er sagt, sein Begriff von Demokratie geht nicht dahin, dass die Demokratie die Voraussetzungen für ihre eigene Abschaffung bereitet. Das ist natürlich sehr wichtig. Das heißt also, das ist im Grundgesetz anders geregelt als in der Weimarer Verfassung. Wir sind eine wehrhafte Demokratie. Das Verfassungsgericht ist im Teil. Man kann Parteien und Vereinigungen, die gegen diese Demokratie arbeiten, verbieten. Das ist auch sehr wichtig. Zum Zweiten aber gibt es eben auch strukturelle Veränderungen, die wir bereits diskutiert haben. Und das Dritte ist eben, dass wir Glück gehabt haben. Wir haben Glück gehabt, dass wir in eine Konjunkturphase kamen nach 1949. Das Wirtschaftswunder hat sehr viel dazu beigetragen, dass diese Demokratie viel mehr Akzeptanz fand als die Demokratie von Weimar. Natürlich haben die Deutschen aus der Geschichte auch ein bisschen was gelernt. Das heißt, die Katastrophe des NS-Staates war so total, anders als im Ersten Weltkrieg, dass also die Basis für diese demokratische Neuordnung in der Tat breiter war. Und dann hat sich in der Tat über 70 Jahre hinweg dann ein Gefühl breit gemacht, dass diese Demokratie es tatsächlich schafft, Probleme zu lösen. Und die Schwierigkeiten könnten dann auftreten, nicht wenn es mehrere Parteien gibt, sondern wenn die Parteien sich dann nicht mehr verständigen können über Problemlösungen, wenn die Gräben zu tief werden, so wie das in der Weimarer Republik der Fall war. Das sehe ich im Moment aber auch nicht. Und insofern bin ich sehr zuversichtlich, dass diese demokratische Neuordnung tatsächlich gelungen ist und auch weiterhin gelingen kann. Frau Lauthausen-Schnarrenberger, 1989, Fall der Mauer, 1990 die Wiedervereinigung. Das ist ja eigentlich der Fall, der in der Verfassung im Artikel 146 auch beschrieben wurde, dass man nun eine Verfassung für ganz Deutschland ausfertigen, schreiben sollte. Warum kam es nicht dazu? Es waren zwei Wege ja in der Verfassung vorgesehen. Es ist eben auch noch von entsprechenden parlamentarischen Gremien der früheren DDR gewählt worden, den Beitritt zu erklären. Und damit hatte man sich für einen Weg entschieden. Aber natürlich hätte man auch später noch, so wie der Artikel 146 formuliert ist, auch nochmal gemeinsam über die Verfassung, also West- und Ostdeutschland und jetzt ganz Deutschland, abstimmen können. Ich war damals das erste Mal Bundesjustizministerin in dieser Phase, als wir uns dann viel mit Gesetzgebung, aber auch viel mit den Vorschlägen gerade der Bürgerrechtler beschäftigt haben. Herr Ullmann, Herr Schulz, viele
dann aus der früheren DDR, die ihre Vorstellungen hatten und ja auch an einer ja Vorschlägen zur Ergänzung, Änderung des Grundgesetzes gearbeitet hatten. Und ich glaube, ein noch anderer Prozess hätte möglicherweise auch nochmal ein anderes Verständnis für die Verfassung, dann die endgültige Verfassung mit wecken können. Aber ich glaube, man darf nicht das jetzt ausschließlich nur so theoretisch sehen, sondern wenn mal ein Beitritt erklärt wird, natürlich auch in einer Zeit, wo schon einmal es erheblichen Handlungsbedarf gab. Also man konnte jetzt nicht sagen, jetzt machen wir mal in Ruhe 3 Jahre lang Verfassungsberatung. Die Zeit war da auch nicht da. Diese Chance, es war ja nicht nur die eigene Entscheidung Deutschlands, sondern es mussten andere Staaten 2+4 ja auch zustimmen. Und von daher hat also dieser Artikel 146 jetzt da so nicht gezogen. Ich habe mich immer gefragt, ob man zum späteren Zeitpunkt nochmal einen Weg gefunden hätte, über dann die Verfassung abzustimmen. Wenn man meint, es entwickelt sich ganz gut, dann geht man natürlich nicht hin und sagt, oh, gehe ich vielleicht auch ein Risiko ein? Wer weiß, was es dann an Änderungen, Ergänzungen gibt? Und das war schon ein Faktor, der doch nicht wenige Politikerinnen und Politiker umgetrieben hat. Wer weiß, was es da jetzt an Ergänzungen gibt? Manche hatten Angst vor Volksentscheidungen, Volksbegehren. Die hätte ich nun nicht gehabt. Das hängt ja auch immer davon ab, wie man die ausgestaltet. Aber ich glaube, es kamen viele Faktoren zusammen, dass dann der 146 in diesem Moment der deutschen Einheit nicht angewandt wurde. Herr Amthor, inwiefern hat man an der Stelle eine Chance verpasst und hat das Auswirkungen auf das Demokratieverständnis der Menschen in den neuen Bundesländern? Also ich finde, ein Punkt ist ganz wichtig, diese Diskussion später nochmal darüber abstimmen zu lassen oder jetzt sozusagen eine grundlegende Verfassungsrevision zu machen. Da muss man sich Da muss man sich vor Augen führen, glaube ich, das ist ganz spannend, wenn man sich die Verfassungstheorie weltweit anguckt, gibt es die Theorie vom Constitutional Moment. Der Moment, die Verfassung zu geben, zu verändern, grundlegend sozusagen anzupassen. Den hätte es 1989 gegeben. Das ist in der Tat die Variante, wenn man jetzt angenommen hätte, das frei gewählte Parlament der DDR hätte sich dann nicht für die Beitrittsvariante entschieden, sondern für die gemeinsame Verfassung. Dann wäre in der Tat der Constitutional Moment da gewesen, wo man gesagt hätte, jetzt definieren wir das neu aus. Aber ich finde, die jetzige Variante oder die getroffene Entscheidung, die tut dem gar keinen Abbruch, sondern die war damals mit voller demokratischer Legitimation getroffen und folgte auch den praktischen Notwendigkeiten. Denn wenn man in die Lebensrealitäten und Biografien auch der Menschen 1989 schaut, dann gab es in der Tat für praktische Politik doch ganz andere erste Notwendigkeiten in den frühen 90er Jahren, sozusagen diesen Übergang und die Wiedervereinigung zu ermöglichen. Und da war Verfassungstheorie nicht das erste Problemfeld. Und das Grundgesetz hat dann Akzeptanz sehr gewonnen, ist eine voll akzeptierte Verfassung, leidet unter keinem Makel irgendwie in den neuen Bundesländern. Und deswegen kann man sagen, natürlich jetzt unter so einer nationalromantischen Idee wäre es ja schön gewesen, hätten wir so am grünen Tisch die Zeit gehabt, nochmal die Verfassung dann fürs gesamte deutsche Volk 89 zu machen. Aber ich finde, das ist jetzt kein Schaden fürs Grundgesetz. Und auch mit dem Grundgesetz kann man in Ostdeutschland sehr, sehr gut leben. Gut leben. Frau Professor Lübbe-Wolf, wurde das denn unter Verfassungsrechtlern diskutiert, 89, 90, inwiefern es jetzt tatsächlich eine neue Verfassung braucht? Oder war das letztendlich gar kein Thema? Und Sie würden auch sagen, die Praxis hat gezeigt, es geht eigentlich gut. Natürlich ist das diskutiert worden und es gab ja auch ganze Runden, an denen Verfassungsrechtler beteiligt waren, in denen man Verfassungsentwürfe für das gemeinsame Deutschland produziert hat. Zu beurteilen, ob das jetzt nötig gewesen wäre, eine ganz neue Verfassung zu beschließen, das ist ja auch nicht die erste Kompetenz des Verfassungsrechtlers. Ich würde denken, natürlich, wenn man die Zeit gehabt hätte und das hätte durchaus Vorteile gehabt und die Identifikation auch steigern können. Ich halte aber andere Entwicklungen, die eher im wirtschaftlichen Bereich liegen, doch für eher ursächlich dafür, dass es bis heute Teile der neu hinzugekommenen Deutschen sich nicht ganz gleichberechtigt dazugehörig oder gleichberechtigt aufgenommen fühlen. Herr Professor Görtemark, hat man eine Chance verpasst? Ich denke ja, da bin ich etwas anderer Meinung. Also zunächst einmal, der Faktor Zeit war sehr wichtig. Auch der
Beschluss des ersten frei gewählten Parlaments der DDR, das nach Artikel 23 zu vollziehen, war ein Beschluss, an dem man nicht vorbeikommt. Wir haben auch in Erinnerung gehabt damals, 1848, 49, als die Paulskirchenversammlung sehr lange gebraucht hat, um eine Verfassung zu verabschieden. Dann war die Zeit zu lang gewesen. Die Situation war vorbei und die Fürsten haben ihre Macht wieder gestärkt. Und insofern kam diese Demokratie dann nicht zustande von unten. Und eine solche Situation hatten wir auch jetzt mit Gorbatschow, der nicht stabil an der Macht war. Und es hätte leicht passieren können, dann, dass die deutsche Einheit verspielt worden wäre. Insofern war das richtig. Gleichwohl, auch wenn man das nach Artikel 23 vollzog, hätte es die Möglichkeit gegeben, einen Volksentscheid zu machen. Ich glaube, dass das dazu beigetragen hätte und Verfassungsfragen sind nicht nur rechtliche Fragen, es sind auch politische Fragen. Ja, dazu beigetragen hätte, die ostdeutsche Bevölkerung stärker an dieses Grundgesetz zu binden. Und insofern meine ich sehr wohl, dass da eine Chance vertan worden ist. Die Entscheidung wäre sicherlich sehr zugunsten des Grundgesetzes ausgefallen. Ja, und viele Diskussionen, die es danach gab, hätte es dann nicht mehr gegeben. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass das Grundgesetz letztendlich auch ein Glücksfall für diese Republik war, Frau Leutheusser-Schnabenberger. Was passiert denn nun mit Europa? Bleibt das Grundgesetz bestehen oder wird es letztendlich auch irgendwann in eine europäische Verfassung vielleicht sogar aufgehen? Also der Anlauf zu einer europäischen Verfassung ist ja so nicht erfolgreich gewesen. Wir haben zwar viele Bestimmungen bekommen, aber andere Mitgliedstaaten, Frankreich, Niederlande wollten sie nicht. Natürlich besteht unser Grundgesetz weiter. Die Frage ist, welche Wirkung es auch künftig entfalten kann mit Blick auf ein Europa, das gerade auch jetzt im Bereich der Grundrechte eine Grundrechtekarte hat, eine Gerichtsbarkeit hat, damit auch, ja, man sieht es ja auch beim Bundesverfassungsgericht in ein oder anderen Punkten, dann nicht mehr die Kompetenz vielleicht gegeben ist. Also von daher, denke ich, ist eher eine Entwicklung da, wir brauchen das Grundgesetz. Es wird auch weiter Bedeutung haben, aber tendenziell wird dann eher manche Teile des Grundgesetzes nicht mehr die Wirkung entfalten, sondern es wird sich mit diesem europäischen Prozess dann noch stärker nach Europa verlagern. Ich bedanke mich bei Ihnen allen für diese gute Diskussion. Das war unser Forum Demokratie zum Grundgesetz zum Jahr 1949 und die Entwicklung danach. Das nächste Forum Demokratie beschäftigt sich mit dem Jahr 1969, in dem Deutschland sich aufmachte, mehr Demokratie zu wagen. Vielen Dank fürs Zuschauen.